Ich rechne ein paar Vereinfachungen mit der binomischen Formel vor. Es gibt hier diese drei binomischen Formeln. Und an der Stelle habe ich so eine typische Aufgabe. 9 plus 6x plus x² soll ich vereinfachen. Und das schaut doch aus wie diese erste binomische Formel. A² plus 2ab plus b². Das sehe ich schon mal an diesem Pluszeichen hier, die ich da alle habe. Und das vereinfache ich am besten, wenn ich mir noch nicht so sicher bin, indem ich die binomische Formel hier unter diese, also 2ab plus b Quadrat, darunter schreibe. Und dann bekomme ich laut Formel a plus b in Klammern zum Quadrat. Und jetzt muss ich mir überlegen, was ist a? Wenn a Quadrat 9 ist, dann ist also a gleich 3. Was ist b? Wenn b Quadrat x Quadrat ist, dann ist b gleich x. Gut, und dann muss hier 2 mal 3 mal x stehen. Ja, und das tut es auch, also alles wunderbar. Und das trage ich da ein. A ist 3, also Klammer auf, a ist 3, b ist x, Klammer zu zum Quadrat, fertig. Wir haben die erste Formel erfolgreich angewendet. Also das ist hier die Lösung. Das da unten, das könnte ich auch wieder wegradieren. Nächstes. Ich habe hier a Quadrat minus 4b plus 4b Quadrat, das schaut wie die zweite Formel aus. Okay, wenn ich jetzt hier die zweite Formel drunter schreibe, a Quadrat minus 2ab und so weiter plus b Quadrat, das ist lästig, das passt nicht. Ich empfehle in dem Fall, das Ganze mit x und y zu machen. Also x Quadrat minus 2xy plus y Quadrat. Dann kommt man nicht durcheinander. Dann sieht man hier a gleich x. Und hier sieht man, ja genau, 4b Quadrat gleich y Quadrat. Also muss 2b in Klammern Quadrat gleich y Quadrat sein. Also y ist 2b. Das muss ich wegtun zum Platzschaffen. Okay. Hier habe ich dann ist gleich Klammer auf, also das ist jetzt, das sind dann der Zeile, x, stopp, gescheite Farbe, also x minus y in Klammern zum Quadrat, x war a, also da oben steht a minus y war 2b, 2b in Klammern zum Quadrat. Das ist meine Lösung. Nächstes. Ich schaffe hier mal ein bisschen Platz. So. 9 minus 4x Quadrat riecht nach der dritten binomischen Formel. Also drunter schreiben. Also den Teil dann, ja, da will ich hin. Also ich habe hier a Quadrat, ach blau ist schön. A Quadrat minus B Quadrat gleich A plus B mal A minus B. A Quadrat gleich 9, also ist A gleich 3. B Quadrat ist 4x Quadrat, also ist B gleich 2x, weil ja dann B Quadrat gleich 2x in Klammern zum Quadrat gleich 4x Quadrat sind. Hinschreiben ist gleich 3. Minus 2x mal 3 plus 2x. Und Ende und das ist die Lösung. Nächstes. Es geht schnell. Hier, jetzt ist es andersrum. Jetzt bin ich offensichtlich an der Stelle und muss zum Blauen. Also die Binome andersrum anwenden. Also ich habe hier a plus b in Klammern zum Quadrat ist a Quadrat plus 2ab plus b Quadrat. So, was mache ich? A ist 2x, also ist gleich 2x Quadrat plus 2 mal 2x. B ist 3y mal 3y plus 3y Quadrat. 3y Quadrat. Dies muss man jetzt schon noch schöner machen. Ich schaffe ein bisschen Platz. So, weg damit. So, ist gleich
ist gleich 2x² sind 4x². 2 mal 2 mal 3, 4 mal 3 ist 12, 12xy und 9y². Das ist eine schöne Vereinfachung. Das ist ja, jetzt bin ich bei der binomischen Formel von hier nach hier gelaufen. So, was haben wir noch? Hier habe ich 4. 4 minus x in Klammern zum Quadrat, ja, das ist der Klassiker. Drunter malen a minus b in Klammern zum Quadrat gleich a Quadrat minus 2ab plus b Quadrat. Wahrscheinlich ist a gleich 2x. Nix da, ich bin auf der anderen Seite. Also, a gleich 4x, b gleich y. Das heißt, hier oben habe ich die 4x, 4x in Klammern zum Quadrat minus 2 mal 4x mal y ist b plus y Quadrat. So. Das war, und jetzt wieder Platz schaffen und schön drunter schreiben. So. Dann habe ich 16x² minus 2 mal 4 ist 8xy plus, das ist ein y plus y². Das vorletzte Beispiel, 1 plus 2x mal, hier bin ich 1 plus 2x mal 1 minus 2x. Das schaut so aus, als ob ich an der Stelle bin und dann muss ich also hier zu dem blauen wieder hinmalen. Also a plus b mal a minus b gleich a Quadrat minus b Quadrat. A ist 1, dann habe ich hier 1 Quadrat. B ist 2x minus 2x in Klammern zum Quadrat. Das heißt, ein bisschen hübscher kann man das machen. Das ist alles weg. So. Ist gleich 1 minus 4x². Ergebnis und fertig. So, zu guter Letzt was Gemeines. Die Binome bleiben ja leider nicht so einfach, sondern die sind oft rein verschachtelt. Und ich habe jetzt bei diesem Term, machen wir das mal wieder weg, ich habe also hier, habe ich jetzt ein Binom. Das kann ich jetzt ausrechnen, offensichtlich mit diesem Dings da. Und gemein ist die Klammer vor dem Binom. Da muss ich nämlich denken. Und denken ist schwer. Deswegen empfehle ich folgenden Trick. Dringend hier eine eckige Klammer machen, dann in der eckigen Klammer in Ruhe das Binom machen und danach erst sich um dieses Minus kümmern. Also in zwei Schritten. Dieses 9x² plus y² abschreiben. Minus. Dann kommt jetzt die eckige Klammer. Das Binom. So, da habe ich jetzt 9x². 9x² minus 2 mal 3x mal y plus y². Und die eckige Klammer zu. Danach stelle ich fest, ich habe also ein Minus vor der Klammer. Minus vor der Klammer dreht sämtliche Vorzeichen um. Hier kriege ich ein Minus, da kriege ich ein Plus, da kriege ich wieder ein Minus. Und das kann ich reinschreiben. Also ist gleich 9x² plus y² minus 9x² 2 mal 3 ist 6 plus 6xy und dann minus y². Da lässt sich weiter was vereinfachen, ist meistens so bei diesen Binomgeschichten. Also 9 und 9x² minus 9x² fällt weg. y² minus y² fällt weg. Das Ergebnis ist dann 6xy. Das waren jetzt mehrere typische Binomaufgaben.